Das geht natürlich nicht, Bürgermeister. Die Inschrift ist zu intim. Willkommen, Claire Zaranastian, muss es heißen. Ist aber Klärchen. Klärchen Wäscher. Hier aufgewachsen. Da schreibe ich einfach Willkommen, Claire Zaranastian, auf die Hinterseite. Ja, und wenn die Millionärin dann gerührt ist, können wir immer noch die Vorderseite zudrehen. Meine Herren, die Milliardärin ist unsere einzige Hoffnung. Außer Gott. Außer Gott. Aber der zahlt nicht. Na, der hat uns vergessen. Sie waren mit ihr befreundet. Da hängt alles von Ihnen ab. Sie sind auseinandergegangen damals. Ich hörte eine unbestimmte Geschichte. Haben Sie Ihrem Pfarrer etwas zu gestehen? Wir waren die besten Freunde. Jung und hitzig. War schließlich ein Kerl, meine Herren, vor 45 Jahren. Und Sie, die Clara. Ich sehe Sie immer noch. Mit wehenden roten Haaren, biegsam, gern, schlank, zart. Eine verteufelschöne Hexe. Das Leben trennte uns. Nur das Leben, so wie es eben kommt. Für meine kleine Rede sollte ich einige Details über Frau Zaranastian besitzen. Ich forschte die alten Noten durch. Die der Clara Wäscher sind leider, leider herzlich schlecht. Auch das Betragen. Nur in der Pflanzen- und Tierkunde genügend. Genügend in der Pflanzen- und Tierkunde. Das ist gut. Clara liebte die Gerechtigkeit. Einmal wurde ein Vagabund abgeführt. Sie bewarf den Polizisten mit Steinen. Gerechtigkeitsliebe. Nicht schlecht.